Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr bleibt dran. Wir haben uns heute was ganz Schweres vorgestellt. Also, ich konnte mir nicht merken, was. Hans, bitte erklär du das. Ja, wie ihr seht, wir haben hier zwei schöne Tomahawk Steaks. Die sind vom Aktivstahlschwein, also was Feineres. Wir benutzen hier einen ganz normalen Steakhouse Rub. Da könnt ihr aber euren Lieblingsrub für Schwein benutzen, was ihr möchtet. Wer jetzt denkt, wir machen die Dinger auf dem Grill, weit gefehlt. Wir machen das heute schön auf dem Flammlachsbrett und schön an der Feuerschale. Wir haben das schon mal mit einem Dry-Aged Porterhouse Steak gemacht vom Rind. Und das hatte damals ein ganz tolles Raucharoma, das fand ich schon ziemlich gut. Und jetzt haben wir gedacht, Mensch, das muss mit dem Schwein genauso gut funktionieren. Versuch macht klug. Und da wollen wir gleich nochmal richtig Gas geben. Und ganz zum Schluss wollen wir die Teile auch nochmal schön in die Glut schmeißen, um ein paar Röstaromen ranzukriegen. Kinderröstaromen. Nicht Raucharoma. Alles klar. Und da wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, fangen wir sofort an. So, Schritt 1, wir rappen einfach ein. Wie gesagt, nicht sparsam sein. Immer schön drauf, ein bisschen einmassieren. Ja. Das, was nebenbei runterfällt, das werden wir gleich ein bisschen auftütschen. So. Dann drehen wir sie einmal um. Dasselbe von der anderen Seite. Hier ist unser Flammlachsbrett. Das füllen wir jetzt einfach nur ganz grob ein. Ihr müsst das nicht einweichen oder sonst irgendwas. Jetzt geht es aber einfach nur darum, dass das Fleisch gleich nicht anklebt, weil ihr werdet das sehen im Laufe der Zeit. Wir müssen es nochmal wenden. So. Und das reicht eigentlich schon. Dann nehmt ihr ganz normales Pflanzenöl. Wir benutzen gerade Olivenöl, weil wir nicht über 200 Grad kommen. Also das ist alles in Ordnung. So. Jetzt trocknen wir das ein bisschen trocken gleich wieder und dann kommt das Fleisch drauf. So. An der Oberfläche ist jetzt überall genug Öl. Und damit das nachher nicht reinläuft und anfängt zu brennen, das wollen wir nämlich nicht, wischen wir jetzt einfach nur oder tupfen es einfach ganz grob ab. So, viel mehr müsst ihr gar nicht machen. Jetzt packen wir das Fleisch gleich mit drauf. Müssen wir ein bisschen vorsichtig stapeln, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir das hinkriegen. Meinst du so? Ja. Aber der Knochen hängt dann davon. Ich werde es ein bisschen schräg machen. Finde ich auch viel schöner, sieht sportlicher aus. So, ne? Jetzt kommt da der Haken drauf. Andersrum nehmen wir das Sticker da. Jawohl. Perfekt, Hans. So. Dann schrauben wir es einfach nur noch ein bisschen fest, damit es Halt kriegt. Und dann sehen wir uns gleich draußen an der Feuerschale wieder. So, Horst legt jetzt das Flammlachsbrett auf. Vorrichtung ist schon an der Schale. Leichter Neigungswinkel zum Feuer hin. Da sind unsere schönen Steaks und wir werden jetzt warten, bis die Steaks eine Kerntemperatur von ca. 30 Grad erreicht haben. Wir wollen einmal wenden zwischendrin, damit die von beiden Seiten auch Wärme und Hitze bekommen. Und letztendlich streben wir eine Kerntemperatur so zwischen 65 und 70 Grad an. So, wir haben jetzt die 30 Grad erreicht und das untere hat natürlich ein bisschen mehr Hitze gekriegt als das obere. Wir werden sie jetzt wenden und auch das obere mit dem unteren tauschen. Und dann sehen wir uns beim Auflegen wieder. Da könnt ihr mal zugucken. Jetzt ist der Moment, jetzt drehen wir die auf dem Brett noch einmal richtig, dass auch die andere Seite was abbekommt. Ihr seht, hier ist relativ roh, während die andere Seite schon so weit fertig ist fast. So, und so wie es jetzt ist, kommt natürlich wieder alles drauf und dann geht es wieder ab an den Grill. Nein, an die Feuerschale, sorry. Wie ihr gesehen habt, wir haben es jetzt gewendet. Ich versuche mal lauter zu sprechen. Wir nehmen jetzt das Kleine nach unten, dass es noch ein bisschen mehr abkriegt. Das dauert jetzt noch eine gewisse Zeit. Wir gucken auf die Uhr, wir sagen es euch gleich. Wie ihr seht, die Seite ist noch roh. Die andere Seite war perfekt. Und ganz zum Schluss kriegt es noch die Röstaromen. Ja, eine Stunde ist rum. Wir nehmen es jetzt runter, befreien es vom Brett. Und dann kommt das direkt in die Glut, um noch ein paar Röstaromen reinzukriegen. Und da sind wir eigentlich schon fast durch. Es ist soweit, das Fleisch kriegt jetzt den letzten Schliff. Im sogenannten Caveman-Style holen wir uns noch ein paar Röstaromen daran.
Jetzt kommt die Frage, bleibt die Asche nicht hängen? Nein, Leute, die bleibt nicht hängen. Und wundert euch nicht, das Fett kann ein bisschen brennen, das ist aber normal. So sehen die beiden Jungs jetzt aus. Wir sehen uns jetzt drinnen gleich wieder zum Anschnitt. Bis gleich. So, jetzt werden wir die mal vom Knochen befreien. Das könnt ihr ruhig großzügig machen. Wir machen uns erstmal mit dem ein. Man muss dazu sagen, es ist so aus dem Rücken. Das heißt, es sind so Art Winzersteaks, kann man sagen. Das Fleisch sollte weiß sein. Wir haben es jetzt, ja, locker nochmal so. Das sieht sogar richtig gut aus. Sehr gut aus. Wir haben es jetzt locker nochmal so 10 Minuten ruhen lassen, einen leichten Abwasch gemacht. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, weil das sieht echt klasse aus. Das mit dem Ruhen hat sich gelohnt. Es läuft nicht sehr viel Saft aus. Kerntemperatur mit den 65 Grad, sehen wir gerade, passt super. Ja. Ich würde am liebsten jetzt schon abbeißen. Nein, erst wird das Stück aufgeschnitten. Beim zweiten kannst du abbeißen gleich. So. Hier, leg die mal eben quer oben drauf, dass man sehen kann, wie es innen aussieht. Ja, wir nehmen einfach so ein Stück raus hier. Genau. So, ihr seht, es ist hell, hat Winzerqualität, es ist super geil. Aber es ist tatsächlich schön saftig und das Fett, was ihr hier seht, da das Aktivstallschwein ist, ist eine sehr hohe Haltungsklasse, ist das sogar, würde ich sagen, fast gesund. Ja, fast gesund. Es ist einfach sehr schön saftig. Einen dürfen wir nehmen, oder Horst? Okay, Hans, du darfst ihn auch holen. So, einen guten. Genau so muss es sein. Es zerfällt, Alter. Zerfällt auf der Zunge. Perfekt. Es ist schön saftig. Klasse. Es ist angerichtet. Neighborhood Barbecue wünscht einen guten Appetit. So, jetzt fragen wir uns natürlich, brauchen wir dazu einen Dip? Brauchen wir keinen Dip? Also wir haben es gerade probiert. Wir müssen das ehrlich sagen, das Einzige, was wirklich super geil schmeckt, wir haben ein bisschen Pfeffer drüber gemacht noch. Kleines Baguette. Eine Scheibe von dem Fleisch da oben drauf. Und schon habt ihr ein super tolles Essen. Das, was wir hier zwei Kumpel zusammensitzen, ne? Abends zwischen Grillen, Fläschchen Bier und ein kleines leckeres Essen. Also perfekt, Leute, mehr brauchen wir nicht. Ja, kommen wir zum Resümee. Ich fange einfach mal ganz kurz an, in wenigen Worten. Also das ganze Teil, was wir gemacht haben, geht in sich perfekt auf. Ein super Snack, wenn ihr mal ein paar Kumpels habt. Nicht ein paar, nicht zu viel, das wird dann zu eng. Aber wenn ihr so mit zwei, drei Kumpels mal zusammensitzt, beim Lagerfeuer, macht das mal so, dieses System geht auf. Und das Einzige, was ich eigentlich noch dazu sagen will, es hat super geschmeckt und so ein Flammenlachsbrett kann mehr als Flammenlachs. Macht das nach, Hans. Ja, ich sehe das eigentlich ganz genauso wie Horst, er hat vollkommen recht. Wir waren beide auch wirklich überrascht, wie gut das in Anführungsstrichen jetzt wirklich war. Also es war wirklich, es war einfach ein super Raucharoma am Fleisch. Wer da natürlich keins rankriegt, der hat auch irgendwo was falsch gemacht, ist klar. Aber das geht einfach perfekt auf. Man sitzt am Lagerfeuer, man lässt das Ding, das war nur eine Stunde drauf, man hat nur drei Zutaten. Ich muss dazu sagen, wir hatten gutes Fleisch. Das würde ich auch jedem empfehlen, der das nachmacht, weil es war einfach, es war echt ein Gedicht. Ja. Wir haben überhaupt keinen Dip gebraucht zum Baguette. Man hat diese Baguette-Scheiben, Scheibe drauf, beißt rein, Traum. Und genauso sollte es sein. Und das ist zum Bierchen und abends für so einen kleinen Snack. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr ein Bierchen dazu. Das ist einfach ein absoluter Traum und das können wir auf jeden Fall weiterempfehlen und das haben wir bestimmt auch nicht zum letzten Mal gemacht. Genau. Und das ist nicht so zum Nachmachen empfohlen, es ist ein Must-Have. Ja, ganz genau. Ihr solltet das auf jeden Fall tun. Genau. Und jetzt bleibt das Letzte nur, was wir immer sagen. Fang an, Hans. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Oder besser, ihr abonniert unseren Kanal. Macht's gut. Ciao.